gekommen sein. Dankeschön für so netten Anfang. Marika haben, Marika, Jejong, Jejong Farmer. Dankeschön für Renate Amesbauer, Präsidentin der Frauenföderation. Auch, ja. Und unsere nette Gäste aus Kenia, Jeanette Mwera, für mich erstes Mal, wir freuen uns ganz besonders, und Florenz Stieva. Ich möchte euch nur vorstellen, die Therese Heitzinger, die diese schöne Treffen organisiert. Eine Erste, die hier Frauenföderation in Oberösterreich in Linz angefangen hat. Darüber werden wir noch später reden. Die Lili Kundacker und Christa Schaap. Dankeschön. Helga Bauer lässt euch herzlich grüßen. Sie war auch dabei. Heute ist leider ein bisschen krank, aber sie ist mit Herzen mit uns da. Ich hoffe, das ist nicht richtig. Und im Laufe des... Also von der damaligen Zeit, wo wir an Chemie waren, so, ja. Das war so, also angefangen hat es damit, dass die Geschwister eine Wohnung gebraucht haben. Und in unserem oberen Stock war, also bis auf das Schlafzimmer, alles frei. Da habe ich gesagt, die Familie kann, also die Geschwister können zu uns ziehen. Und haben die Geschwister damit geholfen, unseren Dachboden ein Zimmer auszubauen. Und das war also das erste Zentrum in Enns bei uns dann. Und mein Mann, der war auch immer, also der war nicht so positiv, aber wenn ich oben bei den Geschwistern war, ist er immer nachgekommen und hat dann auch mitgehört. Dann war bei uns das erste Elterntreffen, das hat die Rote Brockelmann organisiert und das war am 8. Dezember, kann ich mich erinnern. Und da war so ein Glatteis draußen, aber es sind doch, ich glaube, fast 40 Eltern sind gekommen. Da ist zum Beispiel der Freistädter gekommen, die Frau Hinterleitner, die Beutels, die Frau Schön, die Bäckerin von Rhein. Wie sie schnell, wisst ihr sie. Ja, also ganz viele Eltern waren dann. Und das war eigentlich sehr positiv, überhaupt für meine Familie und auch für uns auch. Und dann das nächste war dann, dass die Eltern, die in Rotrad das Elterntreffen in Moni besucht hat, mit den Eltern, ganzer Bus. Und das Größte dann war die Reise nach Amerika mit den Eltern. Da waren österreichische Eltern, also von ganz Europa, die Eltern haben sich dort getroffen und die amerikanischen Eltern. Und die dann von Amerika zurückgekommen sind, da hat dann die Rotra zu mir gesagt, ich soll die Elternarbeit übernehmen. Es waren damals einige wenige Eltern, die positiv waren. Da war zum Beispiel die Familie Etteln, die Beutels. Dann die hieß Anni, und von Linz weiß ich noch einen anderen Namen. Ja, es war eigentlich ziemlich schwer damals. Und wir wenigen Eltern haben dann einen Elternverein gegründet. Und dass die Eltern von unseren Mitgliedern, die nicht so, also die überhaupt nicht positiv waren, jemanden hatten, mit dem sie sprechen konnten. Und das nächste war dann, dass wir jährlich in Gablenz ein Elterntreffen organisiert haben. Das hat die Rote noch das erste organisiert und da musste ich das erste Mal dann vor dem ganzen Saal treten und eine Rede halten. Aber das war eigentlich, wenn Eltern zu Eltern reden, also sich miteinander unterhalten können, war das ganz anders, als wenn Geschwister zu den Eltern gehen und also um die Kinder zu entlasten. Ne?
Und ich bin eigentlich bei allen Eltern gut angekommen. Ich bin ein einziges Mal in Steyr, da war in der Gasse da oben, wo das Stadttheater ist, die haben mich nicht reingelassen, die Eltern, so weiß ich aber nicht mehr, wer das war. Aber ich bin sehr gut angekommen bei den Eltern. Ich habe auch dann, also mit den Geschwistern, ich kann ja nicht Auto fahren, die sind dann nach Kärnten gefahren, dort haben wir auch einige Eltern besucht, die Therese Payer, dann die Koschutnik, so ähnlich, die im Altersheim war, die Eltern von der Siglinde, dann die haben sie dann gut gehabt mit Regenwürmern, ich weiß nicht, wie hießen. Ja, na, das war eigentlich eine schöne Zeit, bis ich ging. Und in Oberösterreich bin ich dann immer Sonntag mit meinem Mann wandern gegangen und auf der Heimfahrt, da haben wir dann auch immer Eltern besucht, die gerade am Weg lagen. Zum Beispiel in Grein, die Frau Wehmer, das ist die Mutter von Sebastian, vielleicht kennt ihr mal. Und die Frau Schreiberhuber, von der Bäckerin da. Und das hat mein Mann eigentlich auch gut gefallen, da habe ich ihn mit so eingezogen sozusagen. Also das war mal das. Ja, dann sind wir auch ins Ausland, haben wir auch Elterntreffen gehabt. Ja, da kommt zuerst einmal, wo der eiserne Vorhang dann gefallen ist. Da sind wir nach Deutschland rübergefahren und haben dort die Eltern, also die Mitglieder besucht. Das waren aber auch Ältere. Hat man in einer Jugendherberge so ein Treffen und ich hatte vorher bei unseren Eltern in Österreich 10.000 Schilling Spenden gesammelt und da haben wir für die Eltern, die dort waren, haben wir Bäckchen gemacht und hat jeder was bekommen. Das war in Frauenstein, da in Thüringen war das oder Sachsen. Also da habe ich jetzt noch, kriege ich manchmal von einem noch, kriege ich noch Briefe. Ich war sehr, sehr positiv, aber das hat sich eigentlich, ich weiß nicht, ob das weitergegangen ist. Dann hatten wir einmal in München ein Elterntreffen mit den deutschen Eltern und dann sind die Urlaubswochen gewesen. Da haben wir die Ostdeutschen mit eingeladen, also die Neuen, die dazugekommen sind, in Österreich Urlaub zu machen, in Dublin. Und da haben wir Vormittag, hat der Siegfried Klammsteiner und der Otto von Wagner, ja. Der hat Vorträge gehalten über die Prinzipien und Nachmittag haben wir einen Ausflug gemacht. Und wenn das Wetter eben schön war, dann haben wir den ganzen Tag einen Ausflug gemacht. Da habe ich von den 10.000 Schilling, die ich damals gesammelt hatte, habe ich immer noch einen Autobus bezahlt und so. Das war recht besonders, allen sehr gut gefallen. So, einmal waren wir in Wien sogar und Wien angeschaut, das war sehr schön. Ja, dann, das waren die Elterntreffen. Also die Elternurlaube, das war sehr schön. Leider ist das, alleine konnte ich es damals nicht machen und das Siegfried war in Deutschland. Da hat sich das eigentlich aufgehört, war schade. Das war immer sehr schön. Da haben wir eine ganze Menge Eltern, haben wir für die Eltern gekocht, gebacken und alles. Zu Fuß, also so Ausflüge gemacht, Nachmittag, im Heiligenstein oder in die Umgebung. Das nächste war dann, dass wir auch im Ausland ein Elterntreffen. Das war ziemlich groß hatten. Und zwar war das in der Nähe von Bolička. Das ist in Südmähren, in der Tschechei. Und da sind eigentlich sehr viele Eltern gekommen, das hat mich ganz gewundert. Und man hat in einem großen Hotel, das war sehr schön, das war so, also es war eine. Erst einmal, ich meine, ich bin ja so Deutsch und ich bin damals 45 ausgetrieben worden mit nichts und bin nach Österreich gekommen. Und das war natürlich dann, das war eine Versöhnung sozusagen, ein erster Schritt in die Versöhnung von beiden. Ich habe das so genommen. Die Eltern haben mich eigentlich auch, zwar ich nicht Tschechisch konnte, weil das war der Übersetzer, der sie übersetzt hat. Und das war recht schön. Dann hatten wir ein Elterntreffen in Slowenien, glaube ich. Das war eben nicht so groß, aber das war auch sehr, sehr intensiv.
Ja, dann kann ich mich erinnern, einmal hat mein einen Elternausflug aus Osttirol gemacht mit seinem VW-Bus. Bei den Schnitzern waren wir dort, haben wir die Grasermutter besucht. Das war recht schön, ein paar Großschlucken sind mir drauf gefallen. Ich habe noch von allen Bildern, aber ich weiß nicht mehr, wo das hingekommen ist. Das war, hast du was? Oder Johann habe ich was gegeben, glaube ich. Wenn ich das vielleicht einmal zusammenstellen könnte, es hat sich allerhand ereignet. Dann waren die Hochzeiten im Laflitz und die Geschwister haben mich fast zu jeder Hochzeit eingeladen. Und um dass ich den Eltern eben näher komme, habe ich mit bedient, damit ich also zuerst einmal lehne ich den Eltern, dass sie dann was sagen können. Das war eigentlich auch sehr positiv für die Geschwister und für mich auch. Dann hat man auch Elternurlaube in der Steiermark mit der Heidi Schatzmeier, oben auf dem Berg, wo der ganze Berg dem Wirt gehört. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber war wunderschön. Da haben wir auch immer Prinzipien gelernt und Ausflüge gemacht miteinander. Und da waren auch deutsche Eltern mit dabei. Ja, manchmal waren wir auch in der Regelsmilie in Deutschland drüben. Auch haben wir uns mit deutschen Eltern getroffen. Und in Camberg auch einmal nur. Ja, momentan fällt mir nichts mehr ein, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Aber ihr kennt mich ruhig als Frau. Samstag Nachmittag fuhr kein Autobus, keine Straßenbahn. Da war ich drüben in den Urteil drüben, der so gemalt, so schön gemalt hat, wie hieß denn der? Dort haben die Eltern gewohnt, die waren ziemlich schwierig, aber ich habe es geschafft. Dann war ich in der Frankstraße, habe ich eine Mutter besucht. Und dann bin ich in die Mullenstraße gelaufen, habe ich alles zu Fuß gemacht. Dachte, das mache ich als Bedingung und die Eltern waren dann auch wirklich zu Hause. Ich habe mich nicht vorher angemeldet, aber ich dachte, wenn Gott will, dann sind sie zu Hause. Ja, das hat mich sehr viel gegeben. Hat mir sehr viel gegeben, ja. Die letzten vier Jahre war ich eigentlich sehr krank und da konnte ich nicht viel machen. Aber jetzt geht es wieder weiter. So viele praktische Sachen, nicht wahr?